Berichterstatterin das Schlusswort. Das ist nicht der Fall. Wir gelangen zur Abstimmung über den Antrag des Kulturausschusses, seinen Bericht 2488 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Ich bitte jene Damen und Herren, die dazu ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist mehrheitlich angenommen. Wir kommen zum 22. Punkt der Tagesordnung, Sammelbericht des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen über die Petitionen Nummer 103, 105, 117, 128 und 131 sowie über die Bürgerinitiativen Nummer 56, 58 und 59 sowie 61 bis 63, 2480 der Beilagen. Es wurde auf die mündliche Berichterstattung verzichtet. Am Wort ist der Abgeordnete Nikolaus Prinz. Bitte schön, Abgeordneter. Danke, Herr Präsident, Frau Staatssekretärin, meine Damen und Herren. Gebotener Kürze zum letzten Petitionsausschuss. Im Sammelbericht wurden ja 3 Petitionen und 5 Bürgerinitiativen wurden zur Kenntnis genommen. Es hat einige Zuweisungen an Ausschüsse gegeben. Unter anderem wurde die Initiative betreffend Mut, die Initiative Mut zeigen, dem Familienausschuss zugewiesen. Um was geht es? In Wirklichkeit setzen sie Frauen dafür ein, dass man jenen Frauen und Familien Mut macht und dass man die stärkt, wo es einen Schwangerschaftsabbruch gegeben hat mit einem Geburtsgewicht unter 500 Gramm. Und es geht ja nicht nur rein um gesetzliche Verbesserungen, sondern man muss ja durchaus das Psychische und Physische, die Belastung der Frauen und Familien anschauen. Und ich glaube, es ist wertvoll, dass man das im Familienausschuss, wohlwissend, das ist eine gewisse Querschnittsmaterie, aber mehrheitlich haben wir geglaubt, das ist einmal im Familienausschuss gut aufgehoben, dass wir sich mit dem weiter beschäftigen. Einen kurzen Gedanken zu der Bürgerinitiative betreffend Stopp Straßenbau zum Schutz des Lebens und so weiter. Als einer, der aus dem ländlichen Raum kommt, sei mir die Bemerkung erlaubt. Ich glaube, dass man durchaus sagen kann, dass schon seit längerer Zeit sehr sorgsam umgegangen wird, wenn Straßen notwendig sind, wenn man Bundesstraßen oder andere Straßen jetzt denkt. Und es ist ein Perspektivenunterschied, ob man vielleicht U-Bahn hat, ob man Straßenbau hat oder ob man das vielleicht nicht hat. Und angewiesen ist auf ein vernünftiges Straßennetz, das möge man bei solchen Dingen einfach mitbedenken. Persönlich habe ich durchaus ein gewisses Verständnis für diese Bürgerinitiative, die wir zur Kenntnis genommen haben, wo es heißt, dass das Strafgesetz ändern und Klimakleber sozusagen in Haft nehmen. Ich glaube, dass, und es gibt ja durchaus Leiterinnen in diesem Hause, die eine gewisse Nähe zu Klimaklebern haben, dass man einfach dort nachdenken muss bei Klimakleber, ob man wirklich der Sache Klimaschutz was Gutes tut. Persönlich glaube ich, dass man dem Klimaschutz und dem Anliegen mit dieser Aktion nichts Gutes tut, weil man in Wirklichkeit damit sozusagen viele Leute vor den Kopf stoßt, nicht nur die, die was im Beruf sozusagen in die Arbeit müssen, sondern es hat auch schon Fälle gegeben, wo wirklich dann Rettungswegen, die im Einsatz sind, ja, wo es vielleicht mit Herzinfarkt, sonst irgendwas, und damit sozusagen gefährdet man eigentlich Menschenleben und man sollte nachdenken, wie man seiner Sache, dem Anliegen Klimaschutz was Gutes tut und nicht in der Form, aber man muss auch auf der anderen Seite schauen, wie weit geht man und wie weit geht man nicht. Und ich gehe davon aus, kein Problem, ich gehe davon aus, meine geschätzte Kollegin Sabine Schatz, die sozusagen noch mehr reden wird aus dem Bezirk Berg, sie wird sich natürlich, geht davon aus, beschäftigt mit der Bürgerinitiative, wo es um den Gelegenheitsverkehr, also Schülertransport, Gelegenheitsverkehr geht, im Bezirk Berg. Da kann man ganz offen sagen, da haben wir im vorigen Jahr nicht nur im Bezirk Berg, auch in anderen Bezirken im Jahr 23 gewisse Probleme gehabt. Man sollte aber nicht ganz außer Acht lassen, dass im Jahr 23 wesentliche Verbesserungen eintreten worden sind. Was war einmal der erste Punkt, warum man das System umstellt? Letztlich auf ein Fördersystem, damit man genau eingehen kann, wenn es in gewissen Gemeinden mehr Kosten gibt, die es aus dem System nicht abdecken, dass die Unternehmen, die den Schülertransport im Gelegenheitsverkehr machen, also im ländlichen Raum draußen, mit Busse bis neue Sitzplätze, dass man das auch entsprechend berücksichtigen kann, damit Gemeinden in der Zukunft nicht mehr aus eigenen Mitteln dazu zu müssen. Voriges haben wir die Situation zusammengebracht, dass dort und da Transportunternehmen gekündigt haben. Ich gebe zu, dass vielleicht manches ein bisschen gedauert hat, aber es sind entsprechende Verbesserungen gekommen. Und für mich persönlich, sage ich mal, als Bürgermeister einer kleinen Landgemeinde, ist mir das dann relativ zweitrangig, ob man es auf den Tarif legt oder auf die Entlohnung, weil muss ein Unternehmer selber entscheiden, welchen Lohn was er zahlt. Aber die Unternehmer haben unter anderem das Problem, dass die Leute nicht mehr kriegen, die Arbeit machen. Und da hat sich im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren viel verändert. Aber insgesamt sind von der Politik und einschließlich Finanzausgleich die letzten
zwei Jahren Verbesserungen, also die finanziellen Mittel sind um 40% aufgestockt worden. Wobei man dazu sagen muss, es war notwendig, dass die Unternehmen das machen können und dass der Schülertransport im Bereich draußen funktioniert. Man konnte jetzt noch viel Details eingehen, wie sich das alles genau abwickelt. Aber insgesamt eine gute Sache, die Probleme sind im Wesentlichen damit gelöst. Weil es ist Aufgabe des Bundes, Geld kommt aus dem Familienlastenausgleichsfonds. Und so ehrlich müssen wir sein, das eine oder andere Problem wird es immer geben. Und wenn irgendwo wer keine Leute kriegt, das werden wir nicht lösen können. Aber die Rahmenbedingungen haben sich nicht zuletzt dank der Bundesregierung da wesentlich verbessert, einschließlich Beschlüsse im Finanzausgleich. Jetzt geht es an die Umsetzung oder es ist in Umsetzung. Und man wird das auch entsprechend evaluieren müssen, damit man auch in der Zukunft wieder weitere Verbesserungen zusammenbringt. Aber insgesamt ist da wirklich für den ländlichen Raum was Positives geschehen. Am Wort ist die Frau Abgeordnete Sabine Schatz. Bitte schön, Frau Abgeordnete. Danke, Herr Präsident. Ja, der Kollege Prinz hat recht. Ich werde mich natürlich zur Bürgerinitiative aus meinem Bezirk, aus dem Bezirk Berg, zu Wort melden. Und es geht konkret darum, nämlich den Schülerinnentransport zukünftig und nachhaltig sicherzustellen. Wir sind tatsächlich heuer vor Schulbeginn vor der Situation gestanden, dass alleine im Bezirk Berg 6 Gemeinden nicht mehr den Schülerinnentransport sichergestellt haben. Und das ist der zu einem Zeitpunkt, ein, zwei Wochen vor Schulbeginn, für die Eltern natürlich wirklich eine Katastrophe gewesen. Die sind wirklich fassungslos gewesen, haben nicht gewusst, wie sie in ein, zwei Wochen die Schülerinnen und Schüler sicher in die Schule und wieder nach Hause bringen können. Ja? Und ja, der Schülerinnentransport ist sozusagen eine Errungenschaft, die Schülerfreifahrt und Schülerinnenfreifahrt der Kreisky Ära und hat, soweit ich weiß, eigentlich bisher immer ganz gut funktioniert. Und ja, es ist angesiedelt im Familienlastenausgleichsfonds, der Schülerinnentransport wird organisiert über die Finanzämter. Die Gemeinden haben eigentlich damit gar nichts zum Tun, außer sozusagen, wenn der Hut brennt. In der Situation, wenn der Schülerinnentransport nämlich nicht mehr funktioniert und nicht mehr sichergestellt ist. Und ich möchte explizit auf die Gemeinde Timbach eingehen, wo das Problem ganz explizit aufgeschlagen ist und der Bürgermeister zufällig vom Busunternehmer erfahren hat, dass der eben aufgrund dieser Tarife nicht mehr den Schülerinnentransport kostendeckend führen kann, sonst wäre der gar nicht rechtzeitig auch informiert gewesen. Und diese Gemeinden, die betroffen waren, waren dann letztendlich auch vor die Situation gestellt, dass man individuell in jeder Gemeinde eine eigene Lösung zusammenbringen muss. Und das kann doch nicht sein, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, dass man da die Verantwortung, die beim Bund liegt, die beim Familienlastenausgleichsfonds liegt und bei der Familienministerin liegt, dann entsprechend auf die Gemeinden, die man ja sowieso schon in den letzten Jahren extrem in eine schwierige finanzielle Situation gebracht haben, dann auch noch dazu bringt, dass sie Dinge sicherstellen müssen, wo der Bund die Verantwortung trägt. Das ist auch der Grund, warum in relativ kurzer Zeit 1586 Bürgerinnen und Bürger bei uns im Bezirk diese Bürgerinitiative unterschrieben haben. Und wir wissen aber auch, dass wir sozusagen im Bezirk Berg dann nicht alleine betroffen waren. Es waren in der Stadt Linz 300 behinderte Kinder, für die lange kein Schülerinnentransport sichergestellt werden konnte. Es war in Enns, waren es die abgelegenen Regionen, wo der Schülerinnentransport nicht sichergestellt werden konnte. Also es ist ein überregionales Problem und es muss nachhaltig gelöst werden. Und ja, die Familienministerin hat verabsäumt, da rechtzeitig darauf zu reagieren, weil dann hätte man das noch vor Schulbeginn auch entsprechend lösen müssen, damit der Schülerinnentransport auch entsprechend passiert. Und im Dezember hat es jetzt sozusagen eine Aufstockung, du hast es angesprochen, auch im Familienlastenausgleichsfonds dazu gegeben. Das ist natürlich ein wichtiger erster Schritt, aber ganz klar keine nachhaltige und langfristige Lösung. Und deswegen bedauern wir auch, dass diese Bürgerinitiative nicht dem Ausschuss zugewiesen worden ist, sondern enderledigt wird. Dort hätte man nämlich noch an einer wirklich langfristigen und nachhaltigen Lösung arbeiten können. Wir sind nämlich der Meinung, dass jede Schüler und jede Schülerin und jeder Schüler, unabhängig davon, ob in Stadt oder Land, ob in einer entlegenen Region oder im Zentrum zu Hause, auch entsprechend das Recht hat, in die Schule zu kommen und einen sicheren Schulweg zu haben. Nächster Redner ist der Abgeordnete Christian Ries. Bitte, Herr Abgeordnete. Danke, Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren des Hohen Hauses. Ich spreche heute zur Bürgerinitiative Haft für Klimakleber. Werte Damen und Herren, jeder von uns kennt das, wenn man im Stau steht. Es ist ganz einfach ärgerlich, aber nicht immer kann man der Sache aus dem Weg gehen. Wenn sich zum Beispiel ein Unfall ereignet
und Personen geborgen oder versorgt werden müssen, Fahrzeuge entfernt oder die Unfallstelle gereinigt. Und ich denke, dafür muss jeder denkende Mensch Verständnis haben. Wer sich da nicht dazu zählt oder wer dafür kein Verständnis hat, der wird wohl nicht zum Kreis der denkenden Menschen zu zählen sein. Aber dennoch wissen wir alle, dass es Leute gibt, die aus Neugier oder aus Geltungssucht ganz einfach ihren Platz bei einem Verkehrsunfall nicht freimachen und dadurch Rettungsfahrzeuge blockieren. Und nach der geltenden Fassung und des Paragraphen 95 Unterlassung der Hilfeleistung ist es so, dass durch dieses Verhalten, durch dieses Blockieren ein Hilfsbedürftiger konkret geschädigt werden muss. Eine bloße Verzögerung bei der Hilfeleistung reicht dazu nicht aus. Das ist aus unserer Sicht unbefriedigend. Wer durch sein Handeln, mag es vorsätzlich oder auch nur bedingt vorsätzlich sein, die Hilfeleistung verzögert und dadurch wissentlich, sage ich einmal, in Kauf nimmt, dass jemand daraus einen Nachteil erwachsen könnte, wohlgemerkt könnte, setzt dadurch ein Verhalten, das man durchaus unter Strafe stellen kann. Deutschland hat das 2017 bereits unter Strafe gestellt. Werte Damen und Herren, wir in Österreich sind ja speziell in Wien einiges gewöhnt an Verzögerungen im Straßenverkehr durch Kundgebungen. Bei uns gibt es ja Kundgebungen für und gegen praktisch alles. Es gibt Kundgebungen gegen Menschenrechtsverletzungen, gegen Tanzveranstaltungen, gegen Zwangsimpfungen, für und gegen Israel, für oder gegen Palästina. Und es gibt sogar Kundgebungen für die Demokratie, wo man gleichzeitig demokratische Parteien verbieten will, was an und für sich völlig absurd ist, aber soll so sein. Und was auch wichtig ist, bei uns ist keiner von diesem Recht ausgeschlossen, egal ob Inländer oder Ausländer, Männlein oder Weiblein, Schulschwänzer oder spätpubertierende Omas, jeder darf bei uns eine Kundgebung veranstalten. Jeder und jede darf dazu auch den Verkehr blockieren, weil sie es zuvor angemeldet haben und die Verkehrsteilnehmer sich darauf einstellen können und eventuell eine andere Fahrtroute wählen können. Wo aber unser Verständnis abrupt endet, ist dort, wenn Klimaapokalyptiker unangekündigte Blockaden veranstalten. Sie bieten sich hier nieder, wo 0,2% des CO2-Ausstoßes auftreten und nicht in Amerika, Indien oder China. Nein, hier machen sie das. Sie halten davon ab, den Bürger davon ab, zur Arbeit zu kommen, die sie brauchen, um leben zu können und auch um die Steuern bezahlen zu können. Und das sind genau die Steuern, diese Uhu-Tanten und diese sozusagen Batex-Jünger am Leben erhalten. Sie verursachen diese Staus ganz bewusst, ohne Vorwarnung. Dann kommt noch das Naturgesetz dazu, wenn man im Stau steht, wenn es dann mal stehst. Das gilt natürlich auch für Rettungskräfte, da gibt es dann kein Vor- und kein Zurück mehr. Gegen diese Praxis muss man vorgehen aus unserer Sicht. Daher bringen die Abgeordneten Christian Ries, Kolleginnen und Kollegen, folgenden Entschließungsantrag ein. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Justiz, wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die die Einführung eines neuen Straffachtatbestandes vorsieht, der die Behinderung von Einsatzfahrzeugen und zu Hilfe eilenden Personen beinhaltet. Ich ersuche um Zustimmung. Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht, er steht somit auch in Verhandlung. Am Wort ist nun Ralf Schallmeiner. Bitte, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher auf der Galerie. Ich möchte mich in meinem Beitrag auf die Bürgerinneninitiative zur Frage der Aufnahme von Sanitäterinnen und Sanitätern in das Nachtschwerarbeitsgesetz beziehen, die wir zur Kenntnis genommen haben, und möchte gleich vorneweg etwas schicken. Es ist zwar jetzt noch in den vorherigen Reden noch nicht so oft gefallen oder es ist nur kurz einmal angeschnitten worden, aber erfahrungsgemäß, wenn wir Petitionen und Bürgerinneninitiativen diskutieren, kommt immer gleich einmal als erstes der Vorwurf, dass eine Kenntnisnahme nichts anderes ist als eben eine Ablehnung. Und
das möchte ich einfach hier auch gleich einmal dazu nutzen, um das einfach auch gerade zu rücken, dass das eben nicht so ist. Eine Kenntnisnahme ist einmal in allererster Linie eine Kenntnisnahme. Das kann natürlich eine Ablehnung sein, braucht man gar nicht diskutieren. Bestes Beispiel war die Petition zum Thema Gendersprache, die von uns ganz klar abgelehnt wurde. Ja, das haben wir auch klar gemacht im Petitionenausschuss, haben das auch ganz klar dargelegt, warum und wieso. Aber eben, es kann auch eine Kenntnisnahme deshalb eben erfolgen, weil dieses Thema bereits im zuständigen Fachausschuss sowieso Thema ist, weil man sich damit eben auch auseinandersetzt und weil man sagt, okay, es gibt dieses Thema wurde durch eine Bürgerinneninitiative aufgegriffen, die Bürgerinneninitiative verstärkt damit eben auch dieses Thema, kann anstoßen, kann das Thema eben auch anschieben, kann da eben auch dementsprechend eben auch Druck drauf aufbauen und das ist eben hier im gegenständlichen Fall eben so die Sache. Also um was geht es? Es geht darum, eben, ob Sanitäterinnen oder Sanitäter ins Nachtschwerarbeitsgesetz eben aufgenommen werden sollen. Eine durchaus interessante Diskussion, die man aber auch in einem größeren Kontext eben auch sehen muss, nämlich im Kontext, wie modern und wie gut ist das aktuell zur Anwendung kommende Sanitätergesetz, das SANG, das ja doch schon über 20 Jahre eben auch alt ist und das in Wirklichkeit absolut sanierungsbedürftig ist und das eben novellierungsbedürftig ist. Wir sind damit nicht mehr im internationalen Vergleich. Sanitäterinnen und Sanitäter sagen, Moment einmal, bei uns, wir müssen mit einem Mindestmaß eben an Ausbildung auskommen. International ist etwas ganz anderes in der Zwischenzeit üblich. Wir dürfen gewisse Dinge gleich gar nicht, wir haben keinen Berufsschutz, ja. Wir haben aber damit natürlich auch verbunden eben auch diverse Auflagen, die heute halt einfach international so nicht üblich sind, die also auch in der Ausbildung so nicht vorkommen. Um das eben auch anzugehen, hat der Gesundheitsminister in der Zwischenzeit ja auch die GÖK, also die Gesundheit Österreich GmbH, damit beauftragt, das Sanitätergesetz, die Situation in Österreich eben mal zu evaluieren, mal zu schauen, was sind die Grundlagen, Zahlen, Daten, Fakten eben zusammen, um eben auch die Grundlage dafür zu schaffen, eine generelle Lösung für eine Novellierung des SANGs eben herzubringen. Und das machen wir aktuell und dann wird man sich auch im Zuge dieser Debatte, und das haben wir auch im Petitionenausschuss ja auch ganz klar so dargelegt, wird man sich auch damit auseinandersetzen müssen, wie schaut es beispielsweise mit der Nachtschwerarbeit aus, ist die hier zutreffend, ist sie nicht zutreffend, welche Lösungen gibt es, aber dazu braucht es eben ein großes, ein ganzes Paket und nicht eben Kleinigkeiten. Und ein Hinweis sei dann trotzdem noch erlaubt, auch insbesondere an die Kolleginnen und Kollegen der Gewerkschaften, die ich sehr zu schätzen weiß, ich bin ja selber Gewerkschaftsmitglied, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Frage könnte man natürlich auch im Rahmen des Kollektivvertrags jetzt schon bereits lösen. Zumindest als Übergangslösung wäre das jedenfalls möglich. Also in diesem Sinn, wenn schon eben das euch so ein Anliegen ist, macht es bitte, beziehungsweise bringen wir uns eben gegenseitig konstruktiv eben auch ein, dann bei einer großen Diskussion rund um das SANG. Die Grundlagen, wie schon gesagt, werden dazu gerade geliefert. Am Wort ist nun die Frau Abgeordnete Fiona Fiedler. Bitte schön, Frau Abgeordnete. Danke, Herr Präsident. Ich muss sagen, ich gehe immer gern in den Petitionsausschuss, weil man da einen guten Überblick kriegt, was Bürgerinnen und Bürger so beschäftigt. Durch die Bürgerinitiativen, die sie einbringen, aber auch durch die Petitionen, wo Abgeordnete die Möglichkeit haben, das für die Bürger zu tun. Der Kollege Schallmeiner hat diese Zuweisungskenntnisnahme-Problematik ein Stück weit aufgegriffen und da möchte ich kurz was dazu sagen, weil es natürlich Ziel sein sollte, diese Bürgerinitiativen einem Fachausschuss zuzuweisen, damit man sie dort konkreter behandeln kann, wo sie auch hingehören. Die Kenntnisnahmen haben immer so das Image einfach zur Kenntnis genommen, in die Rundablage zu wandern und dort nicht mehr behandelt zu werden. Wo ich hoffe, dass eine Kenntnisnahme doch mehr ist als die Rundablage, ist die Petition zum grenzüberschreitenden Notarztdienst zwischen Österreich und Deutschland. Da geht es im Grunde genommen darum, dass man ein Abkommen schafft, ein bilaterales Abkommen zwischen Deutschland und Österreich, damit man als Notarzt Einsätze über die Grenze hinweg machen darf, wenn man denn in der Nähe ist. Das betrifft in dem Fall Bayern, weil wir einfach an Bayern angrenzen und einfach Vorschriften den Einsatzkräften, den Notärzten verunmöglichen, dass sie dort Patienten behandeln. Und da müssen wir wirklich ins Tun kommen und schauen, dass wir dieses Abkommen zustande bringen, damit Patienten bestmöglichst behandelt werden können.
Die andere Bürgerinitiative, die ich noch aufgreifen möchte, ist die Initiative Mut zeigen. Ein sehr heikles Thema, da geht es um den Schwangerschaftsverlust von Lebewesen unter 500 Gramm. Das ist ein sehr wichtiges Thema, es sind sehr viele Schicksale damit verbunden, es ist sehr viel Trauerarbeit mit diesem Thema verbunden und wir hätten das gerne eigentlich im Gesundheitsausschuss behandelt. Es wurde vorher schon erwähnt, dass das natürlich eine Querschnittsmaterie ist und wir auch dieser Zuteilung in den Familienausschuss natürlich zustimmen, weil es uns einfach wichtig ist, dass diese Anliegen behandelt werden und dass sie auch ernst genommen werden und dann in weiterer Folge ja vielleicht in anderen Ausschüssen durch entsprechende Anträge weiter behandelt werden können. Was wichtig ist, dass diese gesetzlichen Änderungen vorgenommen werden, damit eben betroffene Elternteile gut abgeholt werden, Stigmatisierungen aufhören und die Aufarbeitung, vor allem die psychische Aufarbeitung einer solchen Situation gut vonstatten gehen kann. Das wünschen wir uns für die Betroffenen, eben auch für das weitere Vorgehen dann im Familienausschuss. Die Ministerin hat sich ja im ersten Schritt nicht wirklich zuständig gefühlt. Ich hoffe, dass sie das mittlerweile tut und es auch dementsprechend behandeln wird. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Frau Abgeordnete Diplom-Ingenieurin Andrea Holzner. Bitte schön, Frau Abgeordnete. Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Ich berichte über zwei oberösterreichische Anliegen, die beide mittlerweile erledigt sind. Die Verhinderung des Lkw-Stellplatzes in der Gemeinde Weibern. Die Stellplatzevaluierung hat an der A8, an der Innkreisautobahn, die sehr stark befahren ist, einen deutlichen Stellplatzmangel ergeben. Dieser wurde nun mit dem Truckstop Hausruckviertel behoben. Im Planungs- und Begutachtungsverfahren wurde eine offene Kommunikation mit der Gemeinde Weibern und den Anrainern geführt. Der Truckstop ist mittlerweile seit gut einer Woche eröffnet. Es ist der modernste und sicherste Truckstop in ganz Österreich. Die ASFINAG hat 19 Millionen Euro investiert, denn Sicherheit im Straßenverkehr erfordert auch gute Rastmöglichkeiten. Dann darf ich noch berichten über die Petition grenzüberschreitender Notarztdienst, die ich eingebracht habe. Bei uns im oberen Innviertel und auch in anderen Regionen funktioniert der Notarztdienst nur grenzüberschreitend. Bei uns sind die bayerischen Notärzte sozusagen für unsere Versorgung eingezählt. Aus dem Jahr 1937 stammende Abkommen ist inhaltlich und formell veraltet. Es traten Befürchtungen auf, dass keine Rechtssicherheit mehr für diesen grenzüberschreitenden Notarztdienst herrscht. Und die Ärztegesetznovelle 2022 nahm diese Befürchtungen zum Anlass, diese Rechtssicherheit wiederherzustellen. Es wurde eine praxistaugliche Grundlage geschaffen. Laut Stellungnahmen Ärztekammer und Gesundheitsministerium ist es dazu kein grenzüberschreitendes Rahmenabkommen möglich. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei den Notärzten und Sanitäterinnen und Notärztinnen von Trent und Herr Rent, dass unsere medizinische Versorgung in Notfällen rasch und hervorragend gewährleistet ist. Vielen Dank. Am Wort ist nun die Frau Abgeordnete Petra Wimmer. Bitte, Frau Abgeordnete. Danke, Herr Präsident. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen hier im Hohen Haus. Ja, wir haben schon gehört, im aktuellen Sammelbericht für Petitionen und Bürgerinitiativen finden sich wirklich umfangreiche Themen. Und das ist grundsätzlich sehr erfreulich, denn das zeigt, wie intensiv diese Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger genutzt wird und wie vielfältig auch die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sind. Und daher ist es aus unserer Sicht wenig erfreulich, wenn nur wenige dieser Bürgeranliegen dann auch in den zuständigen Fachausschüssen weiter behandelt werden. Gerade in Zeiten, in denen die Politikverdrossenheit wirklich immer größer wird bei den Menschen, muss das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern, die sich hier
Zeit nehmen, sich die Mühe machen, so eine Initiative zu verfassen, Unterschriften zu sammeln und dann einzubringen. Also dieses Engagement muss auch geschätzt werden. Hier fließt viel Zeit hinein, viel Herzblut und man möchte auf ein konkretes Problem aufmerksam machen, das die Menschen unmittelbar betrifft. Eine Diskussion im zuständigen Fachausschuss wäre jedenfalls ein Zeichen von Respekt und von Wertschätzung diesen Initiativen gegenüber. Ich möchte zwei Bürgerinitiativen aus dem Sammelbericht herausgreifen, die keinem Ausschuss zugewiesen worden sind und heute auch schon von der ein oder anderen Kollegin angesprochen wurde. Zum einen die Bürgerinitiative, die sich für die Sicherstellung des Schülertransports im Bezirk Perg einsetzt. Regionale Schülerinnentransporte sind insbesondere im ländlichen Raum ganz, ganz wichtig und unerlässlich für die Familien dort in den Orten. Kollegin Schatz hat das schon ausgeführt, wie es um den konkreten Fall bestellt ist. Sie ist näher darauf eingegangen und es konnte zum Glück und mit viel Engagement eine regionale kurzfristige Lösung gefunden werden. Allerdings ist das nicht die Lösung generell, denn es betrifft ja nicht nur Perg, dieses Problem, sondern viele Gemeinden in Österreich und darum braucht es eine langfristige, nachhaltige Lösung. Wir wollten diese im Familienausschuss diskutieren und tatsächlich auch eine langfristige Lösung auf die Beine stellen, die Regierungsfraktionen leider nicht. Und eine zweite Bürgerinitiative aus meinem näheren Wohnumfeld befasst sich mit dem Lkw-Parkplatz in Hausruck-Weibern. Dort sollen 122 Lkw-Parkplätze geschaffen werden. Die Bürgerinnen und Bürger haben große Bedenken wegen der Verschlechterung der Luftqualität oder einem erhöhten Brandrisiko. Die Bedenken der Bürgerinitiative konnten auch durch die Stellungnahmen nicht völlig ausgeräumt werden. Und auch hier wäre es gut gewesen, dieses Bürgeranliegen tatsächlich auch im Ausschuss zu diskutieren. Ja, leider, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch diese Petition wurde nicht an den Ausschuss verwiesen. Wie gesagt, Bürgeranliegen ernst zu nehmen, heißt auch, diese in den zuständigen Fachausschüssen zu diskutieren und nach Lösungen gemeinsam zu suchen. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Frau Abgeordnete Rosa Ecker. Bitte, Frau Abgeordnete. Danke, Herr Präsident. Die Petition gegen den Genderwahnsinn aus dem vorliegenden Sammelbericht wurde von mir eingebracht. Denn Gendern im Text fördert beileibe keine Gleichbehandlung. Denn nicht nur die weibliche, auch die männliche Form geht verloren. Und durch diese neutralen Formulierungen wie Arbeitskräfte oder Studierende werden Mann und Frau aus der Sprache wirklich verbannt und quasi abgeschafft. Und es ist einfach wichtig, dass in der Schule, in der Hochschule und auch in der Uni ein korrektes Deutsch in Rechtschreibung und Grammatik vermittelt wird. Also Lesen und Schreiben in verständlicher Sprache und in ordentlicher Schriftform, das ist wichtig und nicht das Gendern. Sinnerfassend lesen und schreiben können, das ist das Mindestmaß. Die Kurier-OGM-Studie aus dem April 2023 ergibt eindeutig, dass 81% sagen, Gendern in der Alltagssprache, in Schulen und Medien nützt dem Ziel der Gleichstellung von Mann und Frau nicht. Und sie haben völlig recht. Nur weil Bürgerinnen, Meisterinnen, Kandidatinnen geschrieben wird, gibt es keine einzige Bürgermeisterin mehr. Es wird nur die Sprache verdreht, sie wird verschandelt, sie wird verfremdet, sie wird eingeschränkt. Und besonders an Hochschulen und Unis ist der Zwang ganz enorm. Es drohen schlechtere Benotungen, wenn man nicht gendert. 2022 hat ein Dolmetschstudent über seinen Anwalt sogar einen Feststellungsbescheid von der Uni Wien verlangt, weil eben eine Dozentin angekündigt hat, bei Verwendung nicht geschlechtergerechter Sprache Punkteabzüge zu verwenden. An der Med-Uni gab es im Herbst des vorigen Jahres große Diskussionen, weil Studenten gesagt haben, der ganze Studienlehrgang wird quasi seit Beginn nicht nur zum Gendern aufgefordert, sondern de facto gezwungen, weil sonst negative Konsequenzen drohen. Und wenn Arbeiten nicht angenommen werden, weil eine nicht geschlechtergerechte Sprache verwendet wird, dann kann das zum Nichtbestehen des Studiums führen. Und das in einer Zeit, wo wir in Österreich vom Ärztemangel nicht nur reden, sondern wirklich darunter leiden, kann es doch nicht sein, dass wegen Nicht-Gendern die angehenden Ärzte dann durchs Studium fallen.
In Frankreich hat ein Bildungsminister Mut bewiesen und die gendergerechte Schriftsprache in den Schulen und aus seinem Ministerium verbannt und verboten. Das ist schon einige Jahre her. Und genau das fordern wir auch im Wissenschaftsausschuss. Der Kollege Graf hat dazu auch einen Antrag eingebracht, der natürlich auch von den Regierungsparteien wie so vieles andere vertagt wurde. Der Bundeskanzler Nehammer ist beim Gendern leicht zurückgerudert. Er hat aber nicht alle Ministerien im Griff, denn nur in den ÖVP-Ministerien gibt es einen abgeschwächten Gender-Sprachleitfaden. Aber die grünen Ministerien folgen dem natürlich nicht. Aber das wundert uns nicht, denn wir wissen ja, die grüne Ministerin Gewessler, das ist doch die Ministerin, die verpflichtend Geschlechterdaten in den Staatsbetrieben sammeln lassen wollte. Die grüne Ministerin Zadic ist die Ministerin, die die Gesetze in rein weiblicher Form erstellen lässt. Ja, es gibt diese Vogue-Gruppen, aber nicht in großer Personenzahl. Dafür umso lauter und umso moralisierender. Und es ist ihnen völlig egal, dass die Mehrheit das Gendern ablehnt. Sie wollen diese Mehrheit mit der Diskriminierungskeule und unter dem Vorwand der Political Correctness einfach ruhigstellen und mundtot machen und bevormunden. Und wir Freiheitliche schöpfen wirklich alle parlamentarischen Möglichkeiten aus, das steht uns auch zu, uns gegen dieses Gender-Diktat zu wehren. Und mehr als 12.000 Menschen haben diese Petition unterstützt. Und das ist für uns ein Auftrag, uns weiterhin für unsere schöne deutsche Sprache, die Sprache unseres Volkes in Österreich, auch einzusetzen. Am Wort ist der Abgeordnete Hermann Weradschnick. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, werte Abgeordnete, möchte doch kurz zum Thema Klimaproteste was dazu sagen. Man kann über Protestmittel, über Effektivität und Ziel unterschiedlicher Meinung sein. Man kann darüber streiten, es gibt einen gesellschaftlichen Diskurs. Man kann sich darüber ärgern, man ist auch verärgert, wenn man wahrscheinlich selbst betroffen ist. Aber ständig zivilen Ungehorsam zu kriminalisieren, da muss ich ganz deutlich und klar sagen, shame on you. Das gefährdet unseren Rechtsstaat. Das gefährdet vor allem auch das Thema Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit im Rechtssystem. Und das ist, glaube ich, ganz eine wichtige Prämisse, wenn wir das auch beachten. Und wenn man sich anschaut, wie ist es derzeit geregelt? Es gibt das Recht auf Versammlungsfreiheit, geregelt verwaltungstechnisch im Sicherheitspolizeigesetz. Da ist alles da, ja, Paragraph 81. Es gibt auch ganz klare Regeln, was unterlassene Hilfeleistung betrifft, Strafgesetzbuch, Paragraph 95. Das alles ist geregelt. Und ich bitte schon auch nachzudenken und da vor allem auch Frage an jene, die da so hart ins Gericht gehen. Habt ihr euch angeschaut, wie das damals war bei den Corona-Protesten? Da war auch nicht alles angemeldet. Da habe ich nichts gehört von den Freiheitlichen. Ich habe auch nichts gehört, wenn es um so manche Bauernproteste in Deutschland geht, wo einige auch nicht gewusst haben, wo die Grenzen sind und durchaus gewalttätige Ansätze hier zu treffen sind. Da habe ich nichts gehört. Da hört man nichts von euch. Sondern es wird hier rein populistisch hantiert und gegen unseren Rechtsstaat zu Felde gezogen. Das, glaube ich, in aller Deutlichkeit, das nicht mit uns. Nächster Redner ist Magister Peter Weidinger. Bitte, Herr Abgeordneter. Sehr geehrter Herr Präsident, Hohes Haus, liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher, dieses Parlament ist ja ein offenes Haus, wo Tausende Menschen aus der Republik hereinströmen, um sich selbst ein Bild von der Politik zu machen, wie wir miteinander hier diskutieren, um gute Lösungen und Entscheidungen zu treffen, um die Lebensverhältnisse der Österreicherinnen und Österreicher zu verbessern. Und so habe ich heute einen frisch gebackenen Pensionisten getroffen, der bei der Firma Kostmann gearbeitet hat. Er stammt aus Maria Saale und der hat mir voller Stolz erzählt, dass er die letzten Jahre auf einer großen Baustelle war, nämlich der Koralmbahn. Und dass es ihn gefreut hat, dass er hier seinen Beitrag geleistet hat, die Heimat zu erweitern, neue Chancen zu schaffen, auch für die nächsten Generationen. Und es war genau dieser Stolz, den ich auch am Anfang von dieser Woche erlebt habe, beim Durchstich der zweiten Tunnelröhre an der Grenze beim Karawankentunnel
von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der österreichischen und der slowenischen Seite, weil dort viele Erinnerungen hochgekommen sind an eine Zeit vor über 30 Jahren, als noch die Erinnerungen frisch waren an das kommunistisch geführte Tito-Jugoslawien, wo die Menschen keinerlei Freiheiten hatten. Und dann hat man die Entscheidung getroffen, in dem frischen, freien Slowenien eine neue Verbindung nach Österreich zu schaffen mit dem Karawankentunnel. Und das ist ein Symbol der Freiheit. Infrastrukturen verbinden Menschen. Sie verbinden Nationen, sie verbinden Gesellschaften und sie verbinden jetzt Kärnten und Steiermark mit dem KM-Bahntunnel. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir diese Anliegen der Bevölkerung ganz ernst nehmen, wie zum Beispiel am Blöckenpass. Eine Hangrutschung hat dort im Dezember diese Passage verhindert. Und ich durfte hier aus aktuellem Anlass im Dezember auch an Bundesministerin Gewessler appellieren, dass sie dieses Thema ernst nimmt und mitnimmt in ihre Gespräche mit dem italienischen Kollegen. Ich kann Ihnen heute berichten, es haben viele Treffen stattgefunden auf Initiative unseres Landeshauptmann-Stellvertreters Martin Gruber. Und wir arbeiten hier an einer nachhaltigen Lösung, weil das braucht das Gegenteil, das braucht Hermagor, das braucht oben der Blöckenpass, das braucht Oberkärnten. Ich möchte aber Ihre Aufmerksamkeit auch darauf wenden, was das bedeutet, wenn wir gute Infrastrukturen haben. Nehmen wir her die Susi aus dem Gegenteil, das ist im Villachland, die studiert Biologie in Graz und ist begeistertes Mitglied der Landjugend. Ihr ist es jetzt möglich, mit der neuen KM-Bahn in einer Pendelbewegung von 70 Minuten Ihre berufliche Ausbildung in Graz zu genießen und dabei keine Probe der Landjugend, im Gegenteil, zu verpassen. Oder denken wir auf Mario, ein IT-Techniker, der dann in Klagenfurt arbeiten kann, seine sozialen Kontakte in Graz nicht vernachlässigt, aber mit seinen Ideen, mit seinem Innovationsgeist auch zusätzliche frische Ideen nach Kärnten bringt. Oder die rüstige Pensionistin Maria aus Krumpendorf, ihr Sohn, der Tobias, hat der liebe Steuerin kennengelernt, ist verheiratet in der Gemeinde Lang beim Herrn Bürgermeister Schnabel. Und sie kann die Drillinge von ihrem Sohn und von ihrer Schwiegertochter besuchen gehen, kann einen schönen Pullover stricken in 45 Minuten Fahrzeit. Wenn sie nicht fertig wird, sie fährt ja auch wieder nach Hause. Oder die drei Kinder können einmal übers Wochenende zur Oma an den Wörthersee und das Ehepaar hat auch einmal eine schöne Zeit auch für sich. Sie sehen, meine Damen und Herren, welche Möglichkeiten sich da ergeben. Und abschließend möchte ich hier zum Ausdruck bringen, wie wichtig das ist, dass wir diese Bürgeranliegen auch umsetzen, wie die Laventalbahn, für die sich der Kollege Johnny Weber ganz massiv einsetzt und die er heute noch präsentieren wird. Wir beweisen damit, dass die demokratische, liberale Demokratie, unsere von Freiheit und von Selbstbestimmung gestaltete Gesellschaft, das beste Lebensmodell für die Menschen ist, weil sie an das Beste appelliert und ihnen Freiheit und ihnen Selbstbestimmung gibt. Dafür setzen wir uns ein. Das ist gesunde Politik der Mitte. Und mit uns können Sie rechnen, dass wir diesen Trauminteresse der Menschen von Südösterreich auch umsetzen. Am Wort ist der Abgeordnete Judolf Silvan. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Herr Präsident, Hohes Haus, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich möchte zur Petition betreffend grenzüberschreitenden Notarztdienst zwischen Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland Stellung nehmen. Kollegin Holzner hat diese Petition eingebracht, sie hatte vorher dazu auch gesprochen. Offensichtlich ist jetzt alles in Ordnung, Sie haben die Petition 2023 eingebracht. Die Ärztekammer spricht davon, dass es bereits 2021 Gespräche gegeben hat mit den zuständigen Behörden bzw. mit den zuständigen Landeshauptleuten und erläutert auch die Ärztekammer, dass es in der Novelle des Ärztegesetzes 2022 mit dem Paragraph 36 diese grenzüberschreitenden Notarztdienste aus verwaltungsrechtlicher Sicht alles in Ordnung ist und keine Probleme gibt. Also Sie haben das 23 eingebracht, 22 war eigentlich alles schon in Ordnung, also entweder hat es nie ein Problem gegeben, oder es schaut ein bisschen aus wie eine politische Inszenierung. Also man bringt eine Petition ein, stellt sich gut hin vor der eigenen Bevölkerung. Sie sind ja Bürgermeisterin von Dasdorf, glaube ich, an der Grenze zu Bayern und sagt dann, alles in Ordnung, ich habe es repariert, die Petition ist durchgegangen und alles ist wieder in Ordnung. Ich glaube, das Problem hat es nie wirklich in der Form, wie Sie es dargestellt haben, gegeben. Und es war eine politische Inszenierung. Oder wenn es ein Problem gegeben hat, warum hat man es dann nur zur Kenntnis genommen und nicht an den zuständigen Gesundheitsausschuss gegeben? Das finde ich auch sehr fragwürdig, das Vorgehen, liebe Kollegin. Die zweite Bürgerinitiative
beschäftigt sich, möchte ich gerne dazu sagen, mit der Aufnahme der Sanitäterinnen und Notfallsanitäter der Rettungsorganisationen in das Nachtschwerarbeitsgesetz. Der Kollege Schallmeiner ist jetzt nicht da, glaube ich, hat vorher gemeint, das könnten ja auch die Sozialpartner in Kollektivverträgen verhandeln. Naja, das ist nicht ganz so einfach. Man kann es natürlich einverhandeln, es wird nichts bringen, denn es muss gesetzlich geregelt sein, weil bei der Nachtschwerarbeit ist ein zusätzlicher Beitrag an die Pensionsversicherung zu entrichten und der muss gesetzlich geregelt sein. Der beträgt über 4% der Lohnsumme. Und wir glauben, dass es, wenn man schon sagt, das Gesundheitspersonal ist immer wieder gefordert in der Pandemie und man muss mehr Wertschätzung und mehr Anerkennung und so weiter und so fort, passieren dort relativ wenig und ich denke, man könnte doch zumindest diese Bürgerinitiative an den zuständigen Sozial- bzw. Gesundheitsausschuss weiterleiten, um das näher zu betrachten und näher zu behandeln. Das ist das Mindeste, was man diesen Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern, dieser Unterstützerinnen und Unterstützern hier als Parlament, als Abgeordnete schuldig ist. In dem Sinne tut es mir sehr leid, dass das nur zur Kenntnis genommen wurde. Dankeschön. Nächster Redner ist der Abgeordnete Alois Kainz. Bitte, Abgeordneter. Danke, Herr Präsident, geschätzte Kollegen und Kolleginnen, sehr geehrte Zuseher zu Hause vor den Bildschirmen. Ich spreche jetzt zu der Petition Gendern gegen Genderpolitik in unserer Sprache. Seit dem letzten Plenum im Februar hat sich eigentlich nicht wirklich was verändert. Noch immer ist es so, dass in Österreich eine große Mehrheit die Genderei ablehnt. Was man aber in den letzten Wochen beobachten konnte, ist, dass sich die Argumentationslinie der Gender-Befürworter hier im Parlament verändert hat. Deshalb wird eigentlich oft nicht mehr um die Sache selbst diskutiert, sondern vielmehr über die Art und Weise und der richtigen Wortwahl. Es wird mit allen Mitteln der Sprachpolizei gearbeitet, um fadenscheinige Argumente zu finden, um diese Petition keinen Fachausschuss zuzuweisen, also abzuwürgen und zu schubladisieren. Das Bürgeranliegen bleibt wieder einmal auf der Strecke. Deshalb braucht es endlich Politiker, die nicht nur reden, sondern auch handeln, so wie die FPÖ in Niederösterreich, die mit der Genderei ein für alle Mal Schluss gemacht hat. Ganz ähnlich wie beim Gendern läuft es auch bei der Bürgerinitiative 63 Strafgesetz ändern Haft für Klimakleber ab. Auch hier werden wir dafür angegriffen, dass wir Klartext sprechen. Das wird uns aber nicht davon abhalten, dass wir auch weiterhin aussprechen, was die Menschen denken. Günther Steinkellner hat recht, wenn er sagt, wenn jemand 100 km/h auf der Autobahn will, dann soll er sich eine Mehrheit suchen und kandidieren, um es auch umzusetzen. Aber wenn Minderheiten anfangen, Mehrheiten zu terrorisieren, dann sind Gesetzesbrecher und eigentlich Terroristen vorhanden. Es ist schon klar, die Wahrheit tut weh, aber wenn die Klimakleber billigend in Kauf nehmen, dass Einsatzfahrzeuge nicht durchkommen, auf gut Deutsch gesagt, das Leben von Menschen aufs Spiel setzen, um ihre politische Agenda durchzusetzen, was andere dann als Terrorismus deuten. Wie schon zuvor gesagt, die Wahrheit tut weh, sei es nun beim Gendern, wo es eben ein Faktum ist, dass hier von oben herab die deutsche Sprache vergewaltigt wird oder eben das bei den Klimaklebern um Wohlstandsverwöhnte möchte gern Terroristen handelt. Sichtlich treffen wir bei den Argumentationen den Kern, denn sichtlich werden Argumente nur wenig entgegengebracht. Am Wort ist der Abgeordnete Hans-Stefan Hintner. Bitte, Herr Abgeordneter. Sehr geehrter Herr Präsident, Hohes Haus, ich bin meiner Kollegin Andrea Holzner sehr dankbar, dass sie die Petition Grenzüberschreitenden Rettungsdienst hier in den Ausschuss gebracht hat, weil es geht ja nicht um die Frage von Deutschland, sondern insgesamt um die Frage von Menschenleben im grenzüberschreitenden Rettungsdienst. Und es ist in der Tat so, dass es dafür auch Staatsverträge benötigt.
um hier wirklich vorgehen zu können im Sinne der Grundlage der Rechtssicherheit und der eingesetzten Ressourcen. Es ist zwar so, dass Niederösterreich und Oberösterreich innerstaatliche Kompetenzverteilungen ja haben, das zum Teil abschließen zu können. Deshalb ist es auch zu einem guten Ende für die Patientinnen und Patienten in Oberösterreich mit Deutschland gekommen. Tatsache ist allerdings, dass der Vertrag, der Staatsvertrag mit Deutschland nach wie vor da liegt zur Unterschrift, die noch nicht gegeben worden ist. Ich darf mich recht herzlich auch bedanken beim Siegfried Weinert vom Notruf Niederösterreich, der sich hier sehr um diese Sache annimmt. Der einzige Staat, wo wir einen Staatsvertrag haben, wo es wirklich hier funktioniert, ist die Tschechische Republik. Demnächst wird ein Vertrag mit der Slowakei abgeschlossen. Ungarn liegen die Verträge ebenfalls hier auf. Um welche bürokratischen Argumente, Killerargumente geht es da? Es geht zum Beispiel um die Frage der Sprachbarriere. Es geht um die Frage unterschiedlicher Systeme der Rettungsdienste, unterschiedliche fachliche Kompetenzen, ausländische, sprich billige gewerbliche Patienten und Krankentransporteure machen den heimischen Anbietern Konkurrenz oder Patientenflucht ins Nachbarland. Alles Argumente, die einem Patienten nicht wirklich nützen, wenn es hier um Leben oder Tod gibt. Was die bilateralen Abkommen der einzelnen Bundesländer anbelangt, hat Niederösterreich schon einige abgeschlossen, ebenfalls Oberösterreich und das Burgenland. Von anderen Bundesländern liegen keine ähnlichen Kooperationen hier vor. Wir haben es in der EU geschafft, Sachen wie freien Warenverkehr, freie Arbeitsplatzwahl, Reisefreiheit etc. umzusetzen. Wir haben es aber 2024 noch immer nicht geschafft, dass Rettungs- und Notarztmittel bei Notfällen nicht im Bereich des gewerblichen Krankentransports über die Staatsgrenze fahren zu dürfen, um bei Erfordernis nachbarschaftliche Hilfe bei Notfällen zu leisten. Wenn es heißt, nach dem Grundsatz des Roten Kreuzes, der Mensch im Mittelpunkt, dann ist es höchste Zeit, diese notwendigen Staatsverträge auch umzusetzen. Nächster Redner ist der Abgeordnete Michael Seemeyer. Bitte, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident. Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch ganz kurz auf eine Petition eingehen, die noch gar nicht angesprochen worden ist. Obwohl es die Besonderheit hat, dass einstimmig einem Ausschuss zugewiesen worden ist, was ja eher eine Seltenheit ist, und zwar die Petition unseres Genossen Max Köllner, in der es um den Abbau der noch immer bestehenden Hürden und Ungleichbehandlung im österreichischen Frauenfußball geht. Die Petition fordert mehr Unterstützung, eine gleiche Verteilung der Platz- und Trainingszeiten, eine gleiche mediale Repräsentation und Sichtbarkeit, eine gleiche finanzielle Unterstützung, vor allem wenn es um die Förderungen, um Sponsoring, um Bezahlung und Prämien geht. Alle Geschlechter sollen gleiche Bedingungen und Möglichkeiten vorfinden. Gelder, Sportplätze und mediale Sichtbarkeit sollen fair auf alle verteilt sein. Es braucht eine gerechte Mittelvergabe im Fußball, insbesondere müssen öffentliche Gelder mindestens zu 50% an Frauen gehen. Allerdings reden wir oft nur davon, dass es mehr Gleichbehandlung der Geschlechter geben soll und handeln nicht. Es wird aber sich nichts ändern, wenn man darüber redet. Und schon gar nicht wird sich was ändern, wenn man nicht handelt. Es braucht Rahmenbedingungen, es braucht Regeln, um diese Hürden und diese Ungleichbehandlung abzubauen. Daher ist die Zuweisung dieser Petition in den Sportausschuss natürlich zu begrüßen. Schade ist, dass nicht mehr Petitionen in einen Ausschuss schaffen, die es aber durchaus auch verdient hätten. Wir werden auch im Ausschuss darauf schauen, dass die Petition die notwendige Aufmerksamkeit findet, denn das Thema hat es mehr als nur verdient, behandelt zu werden. Danke. Am Wort ist der Abgeordnete Johann Weber. Bitte, Herr Abgeordneter. Vielen Dank, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Hohes Haus und Zuseher zu Hause vor den
Bildschirmen. Es ist schon angekündigt worden von Kollegen Weidinger, ich werde mich der Petition Wiederbelebung der Lavantalbahn widmen. Wie wir alle wissen, die Kornbahn wird langsam, aber sicher fertiggestellt und Ende 25 auf 26 in den Vollbetrieb starten. Im Süden von Österreich entsteht auf diese Art und Weise der zweitgrößte Ballungswirtschaftsraum von Österreich. Er wird auch bereits Area Süd genannt. Mit dem Koralmtunnel und der leistungsstarken Koralmbahn wachsen zwei Bundesländer wirklich wirtschaftlich, gesellschaftlich zusammen und ergeben eben diesen großen Wirtschaftsraum. Verkehrswege sind Wirtschaftswege, wo sich Wirtschaft und Wohlstand Hand in Hand entwickeln. Wir wissen auch aus der Geschichte, dass es so ist, und ich persönlich aus der jüngeren Geschichte weiß noch etwas Besonderes eben zu erwähnen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie 1987 die Südautobahn über die Back von der Steiermark ins Lavantal und durch das Lavantal gekommen ist. Damals hat das Lavantal oder der Bezirk Wolfsberg so eine Art das Armenhaus von Kärnten gegolten. Nach der kommenden Autobahn hat sich dieser Wirtschaftsraum sehr gut entwickelt. Wir hatten 87 ca. 11.000 Arbeitsplätze im Bezirk. Jetzt haben wir über 21.000 Arbeitsplätze im Bezirk. Und wir sind vom Armenhaus im Osten von Kärnten liegend eigentlich der Bezirk mit den höchsten Medianeinkommen in der Zwischenzeit in Kärnten. Da sieht man irgendwo die Wirkung und die Zusammenhänge. Das Kirchturmdenken war gestern. Das beweist auch die breit unterstützte Petition zur Wiederbelebung der Lavantalbahn. Nämlich alle Bürgermeister des Tales unterschiedlichster politischer Zuordnung sowie auch die Bürgermeister auf der steirischen Seite bis Zeltweg hinter den Obdachsattel, die Wirtschaftskammern und auch die Wirtschaftsbetriebe in den betroffenen Regionen stehen hinter diesem Projekt Wiederbelebung der Lavantalbahn. Die Initiative ist überhaupt überparteilich sehr breit aufgestellt und getragen. Wir haben auch schon einen runden Tisch hier im Parlament abgehalten und im Anschluss daran durfte ich dann diese Petition hier im Hohen Haus einbringen. Und es freut mich, dass diese Petition eine große Unterstützung auch hat. In der Zwischenzeit haben das online und per Unterschriften in Summe zum jetzigen Stand 1773 Personen auch entsprechend unterstützt und es werden täglich mehr. Auch Slowenien hat Interesse an der Wiederbelebung der Lavantalbahn bekundet, weil die Lavantalbahn war ja ursprünglich von Zeltweg bis Dravograd geführt. In der Zwischenzeit ist es eben nicht mehr durchgehend vorhanden, aber auch die Region, im speziellen Koroschka, hat hohes Interesse an diese Koralmbahn mit dem Bahnhof St. Paul im Lavantal wieder angebunden zu werden. Durch die Wiederbelebung der Lavantalbahn könnten hunderte Lkw-Fahrten durch die Gemeinden eingespart werden, Pkw-Fahrten durch Umstieg auf die entsprechenden Öffis verlegt und die überregionalen Schulstandorte Wolfsberg, St. André und auch St. Paul könnten damit gestärkt werden. Außerdem ist die Eisenbahn das Verkehrsmittel der Zukunft und trägt zur Erfüllung des europäischen Green Deals mit bei. Ich wünsche und erwarte mir stellvertretend für die gesamte Region und alle diese unterstützenden Personen dieser Petition eine entsprechende weitere Behandlung und dann auch eine Aufnahme in den Rahmenplan der ÖPB, damit die ganze Region, das Lavantal und auch darüber hinaus im Süden von Österreich an das Jahrhundertprojekt Koralmbahn angebunden wird und auch entsprechend profitieren kann. Dankeschön. Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht die Frau Berichterstatterin das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen, seinen Bericht 2480 der Beilagen hinsichtlich der Petitionen Nummer 103, 105, 117, 100.